Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem weiteren Minitin-Unboxing-Battle. Heute habe ich zwei Champions-League-Minitins am Start. Einmal hier auf der linken Seite die, ja, eigentlich sind es beide Premier-League-Minitins, ne? Es ist zwar die deutsche Edition, aber es sind trotzdem hier David Luiz mit drauf und Sadio Mané auf der linken Tindose und auf der rechten Tindose sind es die beiden Engländer, Dele Alli und Raheem Sterling. So, wo ist mein Cutter? Da ist mein Cutter. Ich muss hier natürlich noch die Folie abbekommen. Ich werde das Ganze so machen, wie im Battle Bundesliga Minitin versus Champions League Minitin. Ich werde drei Spieler rauslegen und dann entscheiden wir, welche Minitin besser ist. Die Minitin mit David Luiz und Sadio Mané oder die Minitin mit Sterling und mit Dele Alli. Und ihr entscheidet natürlich das Ganze mit, Leute, unten in den Kommentaren. Ist ja mal selbst verständlich. Und wenn ihr noch nicht Abonnent sein solltet, könnt ihr auch kostenlos meinen YouTube-Kanal abonnieren. Somit verpasst ihr keiner meiner Videos mehr. Jetzt muss ich vorsichtig sein, Leute, weil dieses Geräusch und dieses Krrr, das kann ich überhaupt nicht ab, ne? So, aber ich habe es aufbekommen. Zwar auch, wenn nur leicht. Hier oben ein Mini-Bisschen. Aber egal, es sollte ausreichen. Das reicht auch aus. Und dann, zack, reißen wir hier die Tin-Dose mal auf. Zumindest die erste hier mit Sterling und mit Alli. Die andere machen wir jetzt hier auch nochmal kurz auf. Das hat jetzt nicht ausgereicht. Hat das ausgereicht? Das hat ausgereicht. Da ist doch der Fleets. Und dann starten wir auch schon mit der ersten Minitin. Die linke packe ich nämlich als erstes aus, die ich hier gerade in der Hand halte. Sadio Mané, David Luiz. Ich sage jetzt einfach mal, natürlich sind vom Optischen beide gleich. Wir können nicht in die Tins reingucken. Ich sage, David Luiz und Sadio Mané haben die besseren Spieler in der Minitin. Meine Vermutung, weiß ich, also ich weiß es natürlich nicht. Wir gucken rein und sehen einen, ja, einen Spieler, der sicherlich zur Top 3 gehört von der Minitin. Der, also nicht nur sicherlich, sondern der gehört zur Top 3, weil er ist halt einer der besten Spieler der Welt zurzeit. Van Dijk, Ronaldo, Messi, das ist meine persönliche Top 3. Wenn wir die jetzt hier ziehen, dann hat die linke Minitin schon automatisch gewonnen, Leute. So ein Ding ist das. So, ich reiß das Pack auf und dann bin ich mal gespannt auf die Kärtchen. Ich glaube, wir haben hier leider keine Club 100 Karte drin. Das ist natürlich absolut belastend. Erstmal den Online-Code für euch. Der schnellste kann diesen Online-Code eingeben und einlösen. Kann ihn sehr gerne benutzen und bekommt dann, glaube ich, sogar das Limi-Pack. Weil das ist ja das Limi-Pack, was jetzt hier mit dabei war. Ganz genau. Hier, Virgil van Dijk. Der muss natürlich direkt hier rausgelegt werden, ist ja klar. Und dann die Powerkarten zur Seite. Und dann starten wir ganz chronologisch mit den Basies, mit den Base-Karten. Und starten hier mit Raheem Sterling von Man City. Kann man eigentlich schon rauslegen, ne? Lol, wir haben einfach Sterling und Alli hier als erste Base-Karten und guckt euch das an, die Tin, Sterling und Alli. Ja, moin. Sterling lege ich mit raus. Ob der jetzt natürlich, ja, Van Dijk doppelt geht nicht. Am Ende haben wir hier dreimal Ronaldo auf dem Tisch oder was? Da, wo kommen wir denn da hin? Das geht natürlich so nicht. Kone, Philippe, dann das Chelsea-Logo, Carvajal, Khedira, Robert Lewandowski. Und da sind jetzt halt schon drei Spieler, die es so richtig in sich haben. Sladi Slatko noch am Start, Paco Alcacer, Abraham, Vinicius Junior und Miralem Pjanic. Okay, ich sag mal, ich habe die besten drei von den Base-Karten jetzt rausgelegt. Also halt noch die Limi, die ist aber schon seit Anfang an mit dabei. Und dann gucken wir uns hier nochmal die Power-Karten an. Vielleicht verdrängt da ja jemand den Raheem Sterling, weil ich finde, Raheem Sterling ist schlechter als Lewandowski. Lewandowski ist besser. Meine Einordnung wäre das jetzt hier. So, Harry Winksy-Minksy, Fabinho Man of the Match, Allen, Leroy Sané, Giroud, Timo Werner, Samatta, Forsberg und Havertz. Ah ja, eigentlich könnte man sich nur drüber streiten, ist jetzt Leroy Sané besser als Sterling oder ist Sterling besser? Ich würde sagen, Leroy Sané ist besser, auch wenn er lange Zeit verletzt war. Finde ich, ist es der Leroy Sané. Ja, und das sind die besten drei Spieler von der Linken, von David Luiz und von Sadio Mané. Und das sieht halt schon richtig, richtig gut aus. Mit Virgil van Dijk als Goldlimi, dann Leroy Sané
und Lewandowski. Leroy Sané hat hier ist eine Rekordhalterkarte und das sind die meisten Assists, also die meisten Vorlagen in der Champions League 18-19. 5 Vorlagen hat er gemacht, der Leroy Sané. Und dann öffnen wir hier die rechte Mini-Tin und mal gucken, was Dele Alli und Sterling hier so rausknallen. Die Limi kann schon nicht entscheidend sein, aber die Limi kann schon viel aussagen. Und wir haben hier Raheem Sterling als Gold-Limi. Und Raheem Sterling wurde ja eben verdrängt von Leroy Sané. Also ist das schon mal ein schlechtes Omen. Ich wollte hier die Mini-Tin so richtig laut zuknallen, Leute. Ich probiere es nochmal. Die Mini-Tin so richtig laut zuknallen. Passt auf. Zack. Okay, das war jetzt nicht richtig laut, aber ihr habt wenigstens knallen nur, Leute. So. Und ich glaube, wenn ich das hier so sehe, zumindest den Anblick von hinten, weiß ich jetzt schon mal, das ist keine Club 100 Karte. Weil wer soll denn von Lille eine Club 100 Karte besitzen? Ja, und das ist auch keine. Die können wir direkt hier alle zur Seite legen, die Powerkarten. Die Basekarten gucken wir uns gleich an. Das erste, was ihr euch jetzt anguckt, beziehungsweise einer von euch ganz, ganz schnell, kann den Online-Code einlösen. Gönnt euch, Leute, gönnt euch eine schöne Limi, gönnt euch das Champions League virtuelle Pack, beziehungsweise ja, eigentlich immer nur einer von euch. Ich bin, kann es sein, dass es immer der gleiche ist von euch, der den Online-Code einlöst, oder wer bekommt den immer? Schreibt ihn gerne mal unten rein in die Kommentare. Also, wer derjenige, der den Code eingelöst hat, melde dich mal unten in den Kommentaren. Bin ich mal echt gespannt, Mann. Dann bin ich echt mal gespannt. So, wir haben hier Raheem Sterling Gold-Limi. Legen wir schon mal dahin. Auch wenn ich sage, Sterling ist schlechter als Lever, Sterling ist schlechter als Sané und Sterling ist schlechter als Van Dijk. Meine Meinung. So, wir starten mit den Basics und das sind Ander Herrera. Dann haben wir Ederson, Ben Davis, Allen, Gedisch, Wendell, Klostermann, Nguyene, TT, Celik, Akanji. Also bis jetzt ist halt alles so eher Flop als Top. Marcelo, Umtiti, Sadio Mané, Serge Gnabry. Jetzt geht sie ab. Diakavi, Bender, Orban, Pongrajic, Lopez, Osimhen, Uronen, Odstoyev, Alexandro, Sensi, Alcázar und Jiménez. Okay, die letzten, also hier Serge Gnabry und der gute Sadio Mané haben hier nochmal was rausgerissen. Und ich finde, wenn ich hier Sadio Mané mit Sané vergleiche, würde ich eher Mané den Punkt geben. Dann Serge Gnabry gegen Lewandowski würde ich schon fast sagen unentschieden, aber Sterling gegen Van Dijk würde ich halt sagen Van Dijk. Und das würde der Sieg sein für die linke Tindose, für die linke Mini-Tin, für David Luiz und für Sadio Mané. Für Sadio Mané. So, wir gucken uns die Powerkarten an und ich sehe gerade mein Akku. Nicht mein Akku, sondern mein Speicherplatz von der Facecam ist fast alle. 4 Minuten kann ich noch aufnehmen. Vielen Dank, ey. Mann. Jan Oblak. Harry Winks. Also ich muss eigentlich Ronaldo oder Messi bekommen. Ederson, David Silva, Kai Havertz, Zeka, De West und Yasici bekomme ich nicht. Hier ist keiner besser aus meiner Sicht. Vielleicht ein Jan Oblak, aber auch ein Jan Oblak schlägt einen Van Dijk nicht. Und deswegen ist es das. Ist es die Entscheidung, aus meiner Sicht, gewinnt die linke Mini-Tin, Leute. Gewinnt David Luiz und Sadio Mané, so wie ich es am Anfang angekündigt hatte. Oder so wie ich es am Anfang prognostiziert hatte, so sagt man es ja. Van Dijk, Sané und Lewandowski. Auf der rechten Seite Sterling, Mané und Serge Gnabry. Ihr könnt gerne nochmal eure Meinung unten reinschreiben in die Kommentare. Oder auch gerne Vorschläge, welche Karten ihr sonst genommen hättet, anstatt ein Sterling beispielsweise oder so. Also, eure Meinung, bin ich echt mal gespannt, wie ihr hier heute entscheidet. Und dann soll es das gewesen sein mit dem heutigen Mini-Tin-Unboxing-Battle. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung nochmal das letzte Champions League-Unboxing. Da könnt ihr sehr gerne vorbeischauen. Unten in der Videobeschreibung ist der oberste Link, das Champions League-Unboxing, eine Würfel-Dwarf-Challenge. Ist da auch ja jedes Mal verlinkt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns logischerweise beim nächsten Video, beim nächsten Unboxing hier auf meinem Kanal wieder. Wenn ihr noch nicht Abonnent sein solltet, könnt ihr natürlich meinen Kanal kostenlos abonnieren. Ich bin raus, haut rein und tschüssikowski.